Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es mal wieder einen perfekten Kopfbau. Wir zeigen euch, wie wir den Kopf am liebsten bauen. Und zwar geht es um die Japona Mami Bowl. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Kopfbau. So Leute, servus und willkommen zu unserem perfekten Kopfbau zu der Japona Mami Bowl. Ein Kopf, der, wie ihr hier an dem Rand seht, perfekt dafür gemacht ist, um das Ganze mit dem HMD zu rauchen, also einer Smokebox obendrauf. Ich rauche den Kopf extrem häufig in letzter Zeit, also es entwickelt sich definitiv zu einem meiner Lieblingsköpfe, weil wir könnten ein fluffiges Overpack mit HMD rauchen, ohne richtig viel Tabak zu verbrauchen. Und da hat der Kopf einfach einen riesen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Köpfen. Wo fangen wir an? Beim Kopfbau. Ich baue das Ganze hier mit so einem Stäbchen. Ist eigentlich relativ egal, was für ein Stäbchen ihr nehmt. Ihr könnt auch die Finger nehmen. Ich benutze einfach sehr, sehr gerne sowas in die Richtung. Was ich am Anfang auf jeden Fall immer noch mache, ist mir hier aus Zewa einfach so eine kleine Kugel zu basteln, die ich dann hier reinlegen kann, sodass ich jetzt relativ entspannt den Kopf bauen kann, ohne groß drauf zu achten, dass mir der Tabak reinfällt. Besonderheit an dem Kopf ist auf jeden Fall, ihr seht hier, wie hoch ihr bauen müsst, um den Boden der Smokebox zu erreichen. Ich würde euch die Mami Bowl aber auf jeden Fall in einem fluffigen Overpack empfehlen, deswegen bauen wir ein kleines Stückchen darüber. Auch noch eine Besonderheit von diesem Kopf ist natürlich hier diese vier Airflow-Schlitze. Wenn ihr so baut wie ich, müsst ihr euren Kopfbau nicht daran anpassen, dass ihr hier irgendwas freilegt. Könnt ihr aber machen, wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass euer Durchzug passt. Aber so wie ich den baue, hat der auf jeden Fall schon einen guten Durchzug. So, wir kommen mal zum eigentlichen Kopfbau. Wie immer nehmen wir uns als erstes hier unseren Tabak. Wir drehen jetzt noch ein Review zum Splash Joy von Somo. Deswegen bauen wir den jetzt auch, machen die Dose auf. Und ihr seht schon, da ist schon ein bisschen was weg. Ich habe schon ein bisschen was von dem Tabak verraucht. Wie immer rühren wir als erstes die Dose um, sodass ich die Molasse nochmal richtig schön verteilen kann. Wir sehen, er ist angenehm feucht, aber Somo allgemein ist jetzt nicht der feuchteste Tabak. Eignet sich extrem gut für genau so ein fluffiges Overpack-Setup. Ihr seht schon, ich richte mir den Tabak hier vorne so ein bisschen an, ohne ihn jetzt wieder anzudrücken. Und gebe einfach mit der Spitze von meinem Kopfbaustäbchen hier einfach so fluffig den Tabak in den Kopf rein. Ich lege den schon so ein kleines bisschen in die richtige Richtung, wie ich den dann ungefähr später haben möchte. Aber das wird alles nochmal genau gerichtet. So, das sollte jetzt auf jeden Fall schon reichen. So, dadurch, dass ich hier in der Mitte jetzt meine schöne Zewa-Konstruktion habe, die mir das Loch frei hält, ist das relativ angenehm hier zu bauen. Ich versuche jetzt nicht anzudrücken, ich versuche nur den Tabak da hinzulegen, wo ich ihn dann haben möchte. Aber es ist wie gesagt definitiv kein Drücken, kein Komprimieren vom Tabak, das passiert dann alles im Nachhinein mit der Smokebox. Ich gucke aber, dass hier dieser Ring in der Mitte frei liegt und auch, dass die Airflows hier nicht noch mit Tabak versehen sind. Also hier seht ihr es, da liegt zum Beispiel gerade noch Tabak, den würde ich dann auf jeden Fall noch so ein bisschen rausstreichen. Auf dem Rand will ich auch keinen Tabak haben, der würde nämlich unter der Smokebox sofort verbrennen und das könnte dann zu einem unangenehmen Geschmack führen, deswegen wollen wir das nicht. Wir verteilen das einfach hier weiter, legen das schön in so einem Kreis hier hin. Ihr seht schon, ich drücke nirgendwo an, ich verteile das nur, sodass es schön liegt und gucke einfach, dass ich an allen Stellen Tabak habe und an keiner Stelle vom Rand Tabak liegt. Oder krass in der Mitte, einfach, dass das hier wirklich so ein schöner Kreis drumherum ist. Ich mache mal den Tabak ab, der noch hier an dem Stäbchen hängt. Kann ich angenehmer weiterbauen. Ja, hier seht ihr es zum Beispiel, da lag noch so ein kleines bisschen was am Rand. Das will ich da auf jeden Fall noch weg haben. Und ja, so ist das Ganze dann auch schon fertig. Ich gucke nochmal, dass hier alles frei ist an den Airflows. Dass da jetzt kein Tabak drinne liegt in dieser Kuhle. Und dann sollte es schon passen. Und ihr seht definitiv an der Höhe, das ist ein Overpack. Aber genau dafür ist der Kopf halt meiner Meinung nach auch perfekt geeignet. Einfach weil ihr nicht so einen riesen Tabakverbrauch habt, aber trotzdem eben in so einem Overpack rauchen könnt. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist erstmal hier dieses komische Fitzelchen Tabak noch wegpacken. Dann holen wir hier das Zewa raus. Das ist manchmal ein bisschen Fummelarbeit, aber sollte klar gehen. Dann machen wir 2 bis 3 Kohlen an, je nachdem wie ihr das möchtet und heizen dann noch ganz, ganz kurz die Smokebox auf den Kohlen oder auf eurem Windschutz oben,
mit vor, aber wirklich nur ein, zwei Minuten länger würde ich die da jetzt nicht drauf liegen lassen. Ihr wollt ja nicht, dass das alles verbrennt und einen krassen Hitzeschock bekommt, wenn ihr das dann draufpackt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal beim Rauchen wieder und sagen wir noch zwei, drei Worte zu diesem unglaublich guten Kopf. Und ja, wir warten mal auf die Kohle. Bis gleich. So, den Kopfbau habt ihr gesehen, jetzt sind wir am Rauchen. Ihr seht schon die Wolken nebenbei und wir verlieren einfach noch mal ein paar Worte dazu, wie sich der Kopf denn jetzt so rauchen lässt. Das Wichtige ist natürlich der Kopfbau und den habt ihr gesehen, wenn ihr die Schritte so befolgt und das so macht, wie wir das gemacht haben, dann sollte das bei euch auch genauso gut laufen, wie das eben jetzt gerade bei uns läuft. Der Durchzug ist okay, ist nicht der krasseste Kopf ever für einen Durchzug. Wenn der Durchzug mal ein bisschen mies wird, hebt vorsichtig die Smokebox ein bisschen an und verrutscht ihn ein bisschen. Oder ihr könnt auch beim Kopfbau noch die Airflow-Schlitze freilassen. Bei mir passt das aber meistens auch einfach so. Ich rauche den Kopf extrem gerne, weil ich sehr, sehr gerne Overpack rauche. Ich rauche sehr, sehr gerne mit der Smokebox, einfach weil ich mir dann die ganze Arbeit mit der Alufolie gespart habe. Und das vereint der Kopf alles mit einem relativ geringen Tabakverbrauch. Also für mich einfach eine Win-Win-Win-Situation. Ja, ich bin ziemlich zufrieden damit. Die Ergebnisse seht ihr ja schon. Willst du auch noch was zum Kopf sagen? Ja. Ich habe mir, also du hast den Kopf ja gekauft und wir haben ein paar Mal geraucht und ich war einfach so begeistert, dass ich mir den Fix auch noch gekauft habe, weil eigentlich sollte jeder die Mummy Bowl zu Hause haben. Ich finde, die läuft unheimlich gut. Ihr habt ein gutes Hitzemanagement. Ihr habt definitiv einen guten Tabakverbrauch. Also ihr verbraucht nicht zu viel Tabak und nicht zu wenig. Es raucht auf jeden Fall dementsprechend sehr gut. Ich rauche den Kopf mittlerweile, ja, mittlerweile ist es sogar einer meiner Favorite-Köpfe geworden, weil es einfach so einfach ist. Man baut den einfach kurz, packt einfach ein bisschen Tabak rein, hat jetzt nicht die Überarbeit mit dem Kopfbau und trotzdem läuft es auf jeden Fall extrem gut. Vor allem keine Arbeit mit der Alufolie. Ja, ja, ich hatte den Kopf als erstes da, Warren hat den ein paar Mal hier geraucht und ruckzuck war der auch bei Warren am Start. Ich habe den auch erst bei Freunden geraucht und dachte mir so, weiß ich nicht, ob ich jetzt noch einen Funnel brauche. Ich habe auch andere Funnel, die funktionieren super mit der Smokebox, aber er spart euch einfach eine Menge Tabak. Also wenn ich das jetzt damit vergleiche, so einen Hooker John Harmony oder sowas zu bauen, dann mit der Smokebox oben drauf, da geht wahrscheinlich gut und gerne 30% mehr Tabak rein. Also ihr spart auf jeden Fall eine Menge und rauchen lässt sich das Ganze sehr, sehr angenehm. Deswegen, falls ein Kumpel von euch die Japona Mummy Bowl hat, probiert das gerne mal aus, testet den mal. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch in die eine oder andere Kopfsammlung von euch kommen wird. Noch ein weiterer Punkt, der mir sehr gut gefällt, ist die Optik und die gefällt mir eben sehr gut, weil es einfach ein dunkler Ton ist mit einem Lederarmband drumherum. Falls ihr darüber noch ein genaueres Review, also über den Kopf selber ein Review sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, dann sehen wir, dass ihr das sehen wollt und wir werden es für euch dann drehen. Von daher sagt uns einfach Bescheid in den Kommentaren. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein zu dem perfekten Kopfbau von der Mummy Bowl, wie der Warren schon gesagt hat. Wenn ihr ein komplettes Review sehen wollt, gerne unten einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch geholfen hat, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, eure Shisha WG. Ciao.